Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zur Pressekonferenz nach dem Spiel in der Lotto Hessenliga SC Essen Dreieich gegen OSC Velmar. Das Ergebnis 1:2. Wir beginnen mit dem Gästetrainer Mario Deppe. Herzlichen Glückwunsch, 3 Auswärtspunkte. Auswärtssieg ist immer was Besonderes. Mario Deppe, ein kurzes Fazit. Ja, schönen guten Tag. Ja, nach doch der herben Niederlage von letzter Woche gegen Stadt Allendorf wollte ich von meinen Jungs eine Reaktion darauf sehen. Ich denke mal, das hat sie heute gezeigt. Und auch mit der Situation, die wir im Moment haben, mit dem in der Tabelle letzten Tabellenplatz, wollte ich von meinen Jungs sehen, dass sie sich dagegen stemmen, die Situation annehmen und sich den Erfolg und auch wieder dieses Quäntchen Glück, was man braucht, hart erarbeiten. Ich denke mal, das haben sie heute getan. Und darum waren diese 3 Punkte für uns heute sehr, sehr wichtig. Und ich bin froh, dass wir sie auch geholt haben. Gegenüber den letzten Wochen war das sicherlich nicht unsere spielerisch stärkste Leistung. Aber ich glaube, wenn man auf dem letzten Tabellenplatz steht, zählt das auch im Moment nicht. Mit der läuferischen und kämpferischen Einstellung bin ich hoch zufrieden. In der zweiten Halbzeit sind wir, denke ich mal mächtig unter Druck gekommen, obwohl wir dann gar keine klare Torchance mehr zugelassen haben. Und dann mussten wir halt bis zur 95. zittern, um dann diesen Konter zu fahren und das 3:1 zu machen, der uns dann erlöst hat. Und ich denke mal, wenn wir in der zweiten Halbzeit die Konter besser ausspielen, da gab es 2, 3 richtig gute Gelegenheiten, dann hätten wir nicht so lange zittern müssen. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich mit dem 3:1 hochzufrieden. Und ich hoffe, dass es jetzt mit uns aufwärts geht. Und dann freuen wir uns auf das Derby nächste Woche zu Hause gegen Baunatal. Dankeschön. Ja, klar, mit dem 3:1 auswärts muss man zufrieden sein. Als Heimtrainer natürlich nicht. Dieser Konter, von dem Mario eben gesprochen hat, der passierte, als nur noch 9 Dreieicher auf dem Platz waren. Eine ganz bittere Situation, dir fehlen eh schon 2 Leute. Jetzt musst du auf 2 weitere verzichten, die haben hier gelb-rot bekommen. Thomas Epp, kurzes Fazit von deiner Seite. Ja, wenn man das Spiel sieht, beginnt es eigentlich wie gegen Altenau. Auch 3. Spielminute, auch kapitale Fehler linke Abwehrseite. Dann in der Mitte ganz schlecht verteidigt, nichts einzeln hinten. Dann kam auch wie eigentlich gegen Altenau die Reaktion. Hatten dann auch wieder Chancen, vor allem von der linken Seite, auch aus dem 1-2-3-1 zu machen. Und dann kommt dieses 1-2, ich glaube 5 gegen 2 Überzahl. Und da stehen 2 blaue Spieler hinten frei. Ich weiß nicht, wie man da auch Worte findet zu diesem Verteidigen dieser Situation. Dann gehen wir mit 1-2 in der Halbzeit und rudeln nochmal alles wach und hatten dann, wie gesagt, auch extrem viel Ballbesitz. Aber wir waren auch nicht zwingend genug, hatten auch nicht diesen Spieler, wo dann unbedingt am Strafraum jetzt da unbedingt das 2-2 machen will. Der hat uns 3-4 Mal auf der linken Seite durchgesetzt. Bälle, die in die Mitte gespielt wurden, aber da war auch nichts zwingend in der Mitte zu sagen, ich will den unbedingt machen. Und wir haben dann in der 93. Loris Weiß, da will ich aber keinen Vorwurf machen, ist unser jüngster Spieler, die Riesenchance 2-1, wo er so, ich weiß, schießen, flanken und Dennis Zeiger kommt dann auch nicht mehr hin und dann im Gegenzug nach 1-3. Aber das viel Schlimmere ist eigentlich, wie wir uns die gelb-roten Karten abholen. Will ich jetzt auch nicht am Mikro, aber Fakt ist, mir fehlen jetzt im nächsten Spiel 4 Rot-Sünder. Das muss man sich erstmal. Und auch von Zubai die rote Karte, das ist auch ganz klar gelb-rot. Da gibt es auch keine Entschuldigung. Ja, so geht man einfach nicht im Mann ran. Ja, nichtsdestotrotz muss man jetzt schauen. Gewisse Qualitätsfragen will ich hier am Mikro gar nicht fragen. Die Fragen nehme ich gar nicht an. Wir müssen von Woche zu Woche schauen, dass wir Punkte machen. Und jeder, wo da ist, sieht es ja, was unser Problem ist. Und deswegen gilt nur durchschnaufen und irgendwie weitermachen. Mehr gibt es ja nicht zu sagen. Danke. Ja, ich möchte dich auch gar nicht weiter quälen. Weder dich noch Mario Deppe, ihr habt auch einen Verletzten, der wird gerade behandelt. Ich wünsche dem Verletzten alles Gute und euch eine gute Heimfahrt. Und guckt nochmal in die Runde, gibt es von der Presse hier irgendwelche Fragen? Ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Pressekonferenz und sage einfach schönen Dank, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt für dieses kurze Statement. Wie gesagt, eine Woche spielfrei, alles Gute. Wir sehen uns in 2 Wochen und euch eine gute Heimfahrt. Danke. Okay.